Mein Name ist Daniel P. Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir waren in der Welt der Wunder. Aber ja, haben wir ganz abgeschlossen. Ja. Moderiert von vielleicht auch nicht Daniel Aminati. Ja. So, gehen wir zur Strandbar. Ja, gehen wir zur Strandbar. Wir gehen zur Strandbar. Knopf. Das vorletzte Stockwerk. Etage. Richtig. Flur. Oh yeah. Mario. Ich mag den Stil hier von dieser Etage tatsächlich sehr. Die Juwelen hier zu finden, das ist echt kein Zuckerschlecken. Ich sehe ein Schiff. Ja, wie du vielleicht schon am Schiff sehen kannst. Piraten. Ja, ist da was Piratenhaftes an sich. Nom, nom, no. Das Schiff geht unter. Sein Schiff ist untergegangen. Geil, mega Leben. Boah. Ja. Ja. Und somit haben wir wieder mal den Tag gerettet. Ja. Mein Geldgeist. Ja. Ups, Kissen. Ups, noch ein Kissen. Ups, noch ein Blatt. Ups, noch ein Blatt. Oh, noch ein Blatt. Entschuldigung, noch ein Blatt. Mr. Krabs. Oh, das ist er weg. Was? Wie, Mr. Krabs? Mal ein Bild von der Krabbe. Ja? Oh, jetzt ist er aufgeachtet. Wow. Nur bis zu aller. Mal her. Ja, genau, das wollte ich machen. Okay. Waren am Leuchten. Sieh dir das an. Von mitten da durch. Was? Was haben wir da? Das ist eine Tür. In dem Schiff ist eine Tür. Was machen wir denn jetzt? Ach, da kommt noch was. Verwälzer. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Wer hat dieses Schiff hier? Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also auf zum Labor. Beeil dich. Okay. Wir müssten sowieso zum Labor. Oh, okay. Wir könnten jetzt natürlich den Expressweg nehmen. Mach mal. Ja, kehre zum Labor zurück. Möchtest du das Labor aufsuchen? Ja! Sehen wir dann auch mal. Ja. Oh. Wie aus dem zweiten Teil. Wieder in der Matrix. Ja. Und das jetzt auch der zweite Toad. Ah, Luigi, ich habe dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen der Toads erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimme, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schrecken weg, Fluh, weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Und dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. Somit schickte ich den Tod auf die Suche. Bist du eigentlich irre? Allerdings, nun ja, sieh das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich von dem Tod, die ich dem Tod gegeben habe. Oh. Aha. Wo ist denn der schon da? Hm.
So, wie hast du dem Gebiet zurück? Wer weiß denn, wo es war? Das Ding ist Abwasserkanal, ja. Ja. Dieser Idiot. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Tod von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Tod aufzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Also los, Luigi. Wir sollten erstmal in der Galerie unsere Geister ablegen und vielleicht ein paar Knochen kaufen. Ah. Wer hätte gedacht, dass dieser Plan schief geht, ey? Der schickt einen vollkommen unbewaffneten Tod und darum in ein Hotel voller Geister, um irgendwas zu holen, ey. Ja, 100 Schlingel haben wir. Ja. Mini-Schlingel. Minderig. Die seltenen Geister bekommen wir aus dem Wirrwarrturm. Ich habe davon schon einen. Willkommen, Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Rougier, Tasten Thorsten, König Spuk, Dr. Töpfer. What? Das ist der Filmproduzent. Das ist Steinzeit Rex. Karl Klimke, Sandra Stürmer, Bertha, Gunda und Trixi. Ah, oh, Trixi. Okay. Ja, wir sollten mal unsere Juwelen überprüfen. Also, Lobby haben wir alles. In der Gastronomie fehlt uns nur einer. Ich weiß auch genau, welcher uns fehlt. Den. Aber da müssen wir auch hin, ne? In die Wasseranlage müssen wir. Da fehlen uns nur drei. Also. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge, ey. Die müssen noch fehlen, ey. Wir werden auf jeden Fall in einem Guide nachschauen, weil ich habe mir. Ich kann mir natürlich nicht alles merken, aber ich weiß zum Beispiel, wo dem Filmstudio das letzte Juwel ist. Ich dachte mir so, warum, ey? Ich glaube, wie viele Goldknochen sollen wir uns holen? Also drei, ne? Aber naja. Mal her damit wir auch. Vor allen Dingen du, damit du immer wieder am Leben bleibst. Weil du bist nicht unverwundbar. Essen hiermit. Ja, damit können wir. Wir können irgendwann mal in einem ganz speziellen Part, wo wir dann nur die Bubus jagen, können wir das machen. Okay. So. Mann, weil dann müssen wir sowieso noch mal durch alle Etagen gehen, um die ganzen Bubus zu finden. Weil wir wollen ja die letzte Etage ja nicht erreichen, bevor wir alle Bubus gefunden haben. Ja. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann müssen wir halt zur Abwasseranlage. Ja. Bonk. B2 war das, ne? Ja. Denk. Knopf. Wir versuchen Ausschau zu halten nach dem letzten Dingen. Ja. Ja, wir bekommen den letzten Edelstein sowieso, wenn wir diesen Weg gehen. Okay. Hey. Bleibt ihr hier, Mann? Wieder so steif wie so ein Brett stehe. Ja. Und ich, du stehst einfach so steif wie ein Brett. Vielleicht bist du ja sogar ein Brett. Bist du ein Brett? Alter, wer wirft denn sowas weg, ey? Das ist doch Geld! Kann man doch nicht wegwerfen! Ne? Ja. Hey. Hä? So, Oh, so viel Geld. Was? Okay, was ist denn hier los? Kia! Gib nur einen wahren Sensei! Warum hab ich den auf einmal? Auf einmal. In die Fresse. Peng, voll in die Fresse.
Da habe ich ihn dann so richtig voll, so richtig schön in die Fresse gegeben. Ja. War genauso wie damals, als du deine Freunde verprügelt hast. Ja. Also hat so richtig bam gemacht. Ja, habe ich. Bam. Bam. So, wir müssen den Tod finden. Ich weiß, wo er ist. Na, schnell rein, ja. Oh, ein Benjo. Ein Benjo. Siehst du diese Kisten? Ich weiß, wo er ist. Weißt du auch, wo er ist? Ja, ich sehe nichts. Aber er ist da links. Da ist er. Ja. Ich helfe dir, ihn rüber zu holen. Whee! Auch wenn ich es nicht will. Eigentlich will ich ihm gar nicht helfen. Aber schalte mal bitte mal eben das Wasser aus. Warte. Oh, hi. Warte. Und da- ah, du hast den Tod gefunden. Gut gemacht. Dann gilt es jetzt, das Verstärkermaterial zu suchen. Es war ja im Film zu sehen. Weißt du noch? Viel Glück. Aber warte. Schalte das Wasser bitte aus. Ich wollte schon sagen, wenn der Tod jetzt da runterkommt. Ja, wo ist denn der Geist jetzt eingesammelt hat? Oh, bleib mal stehen. Da. Oh, sieh mal, Luigi, da ist das Material, das ich besorgen wollte. Warum hätte ich es nicht vermutet? Ich gehe da mal. Hm, warte, Moment, du musst mir helfen. Ja. Okay, stell dich auf die Plattform. Ich helfe dir rüber. Ruhe weg von mir. Du bist eine Enttäuschung, ne? Toad, schnapp dir das. Warte mal. Genau, es spawnt einfach. Du musst den Tod dagegen schießen. Du musst ja doch holen. Ja. Bonk. Hervorragend! Das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht! Dann mal auf zum Labor, Luigi, damit wir einen Schreckflu verstärken können. Na, ich muss da oben. Na. No. Dreh dich um. Hey, du fettes Stück, geh mal weg. Oh. Verflixt, der Weg vor dir ist blockiert, Luigi. Du musst dich nach Alternativen umsehen. Sieh dir am besten die Karte an. Dann, es gibt eine Möglichkeit, wie wir wieder rauskommen. Komm, jetzt darfst du mal raten, wo wir jetzt durch müssen. Durch die ganze Levelnummer. Ja, wir müssen durch den Abwasserkanal. Truhe auf. Wenn ich den Tod hier. Ey, ich will ihn gerade schießen. Ach, wir müssen da oben wieder hin. Ah. Ja, wir müssen durch den Abwasserkanal wieder. Was? Was hat denn der jetzt gemacht? Er ist auch runtergesprungen. Das kommt jetzt best auf rein. Wir müssen durch den Abwasserkanal. Gehst du hin? Er ist doch nicht hier. Nein, da lang. Wir müssen da hoch, boah, wo ich stehe. Ich geh den ganzen Weg hier rum, ey. Oh, das ist eine Pizza. Pizzakarton. Klopapier. Noch mehr Klopapier. Du kannst den Tod ruhig loslassen. Der wird sich gleich an dich ranheften. Niemals. Ach, da oben, boah. Ja. Ich wollte schon sagen, wir müssen mal lang, ey. Ja, hier. Wir müssen... Oh, warte. Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Geh mal weg. Ich werde jetzt den Tod dazu benutzen. Oh, ich wollte ihn jetzt dagegen schießen. Ja, nun.
Ah. Es spawnt einfach wieder, ey. Warum macht er nicht gleich mal? Okay, oh, wahrscheinlich hast du es schon gefunden. Oh, warte. Hier gibt's was Witziges. Pass auf. Das ist so witzig. Ich muss darüber lachen. Pass auf. Was passiert, wenn ich... Ich werde jetzt den Knopf anschauen. Geil, eine Disco. Ja. Ah. Toad, schnapp ihn nicht. Ist das nicht cool? Ja. Oh ja. Meins, alles meins, ihr blutigen Anfänger. Aber. Ich will mal Luigi an. Ah, oh, jetzt ist wieder einer mehr. Was? Er hat halt auf Tod runtergeguckt, so. Hm? Will er durch? Ich bin da durchgegangen. Okay. Da müssen wir jetzt ja ruhig schmeißen oder was? Ja. Ach Mann. Ich habe ganz vergessen, dass das hier mal mein absolutes Kryptonit ist. Ups. Grüßen ab. Ja. Wo bist du? Ich blende, ich bin voll aufgeladen. Warte. Oh oh. Oh. Was? Macht er da mit denen? Macht ZL, ZR! Er darf den nicht mitnehmen, weil sonst. Ich weiß nicht, was dann passiert. Da müssen wir mal lassen. Da ist er wieder. Ey, pass mir nicht an! Fass mir nicht an, ey! Du bist weg. Ich bin noch da. Schieß ihn gegen die Wand. Lass sie. Ja, sehr gut. Ja. Yeah. Ich gesehen, sein Schädel so stahlhart. Ja. Eine Sterne. Was? Das Bild ist schon fertig. Warte, da waren wir schon durch. Ja. Ja. Ah, wo kommt der denn jetzt her? Dort, geh vor. Doch, Mann. Tod, geh vor. Ich hab gesagt, Tod, geh vor. Mein Gott. Oh, oh. Ich hab nur ein Zeichen von ihm. Doch, Mann. Okay. Warte. Tod. Geh vor. Wir haben Stiefel. Wollen wir einfach weitergehen? Wir können mal weitergehen. Ich glaube, der Tod wird nicht mitkommen, oder? Ja, doch, er wird mitkommen. Ne, hier sind wieder. Aber wir können auch Toads steinharten Schädel nutzen, um uns hier durchzukämpfen. Warum bin ich schon wieder? Ja, Mann! Ich hasse es. Ah! Alter! Du schaffst das schon. Kommt der denn her? Aus der Höhle. Boah. Da, Tod, geh du mal in die Stacheln rein.
Das macht denen gar nichts aus, ey. Warte da, wir können jetzt Toads. Oh. Ah, jetzt erinnere ich mich. Hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Ich wollte ihn eigentlich gegen den einen Ritter da ballern. Ich wollte ihn eigentlich jetzt gerade gegen die Wand klatschen. Diese Wand, ja. Oh. Ich mach das mal, während du dich umlegst. Ja. Hey, geblieben. Der rennt vor mir weg. So, jetzt ist deine Chance. Er ist abgelenkt. Was? Siehst du hin? Ich dachte, ich hab da eingelassen. Lass mich mal. Ja, aber noch das letzte Ding. Es wird ja noch ein Ding. Ich will den Ritter da abschießen. Ey. Wir haben noch nicht alle Juwelen, aber wir bekommen es noch. Warte ab. Nein. Pass dich da durch. Boom. Das ist voll brutal. Ich find's lustig. Sieh mal, Luigi, eine Tür! Moment, da ist doch gar kein Drehrad, mit dem man sie öffnen kann. Geh mal da hoch und mach was. Was? Du hast meine Befehle missachtet, Toad. Sammel das ein. An der Tür fehlt doch irgendwas, Luigi. Dann müsste man wohl ein Teil besorgen. Oh oh. Vielleicht könnte dir der Toad helfen, danach zu suchen. Falscher Winkel. Ja, klappt schon irgendwie mal auf. Warst du hier schon drin? Ja, war ich schon. Oder habe ich die Truhe schon aufgemacht? Ich überprüfe es mal. Sieht nämlich doch zu aus. Du musst, setz du mal das Rad rein. Ich mache hier die Truhe auf. Ah, hast recht. Mal noch dran drehen, ne, wenn ich meinen Stopp so nehmen kann. Ja. Ja, gut. Boah. So. Sieh mal an, wie verzweifelt die Spinne versucht, sie zu halten. Nein, ich bin auch noch so jung. Blende sie an. Nein, das Geld. Nein, nicht mein Geld. Oh ja. Hallo. Wir werden hier ein Statuen. Ah! Das ist Platoon. Ich hatte einen Eimer. Ah. So. So, lebt er noch. Jetzt nicht mehr. Wasseranlage, Juwelen komplett. Ich sag's doch, dass ich hab doch gesagt, dass wir hier das letzte Juwel finden. Ist das hier Splatoon? Ja. Teppich, Geld! Ich hab Feuerkass auf den runtergeprügelt, ey. Ja, das ist ein Tod.
Gut, vor dem braucht man auch keinen Respekt haben. So, mach die Truhe da oben auf. Wir sollten erstmal wieder hochgehen. Warte mal, warte. Wir brauchen unseren Tod noch. Siehst du diese Wand? Oder wo dieses Kabel rausläuft? Schnapp sie hier tot! Wurm! Ich hab voll den Dickschädel, ey, ne? Na. Ja, guck dir mal an, ne? Sein Schädel größer als sein ganzer Körper. So. Was haben wir jetzt gemacht? Auch Mario zu rufen. Ich kümmere mich hier unten um. Geh du nach oben. Oh, warte, das ist ein Geldsack. Was ist mit dem Fahrer? Ich verstehe, jetzt haben wir nach oben gesprungen. So. Ah, kannst du das Ding hier drehen oder was? Ja. Ich kümmere mich gleich darum. Oh, da ist noch dabei. Nee. Hey, haltet still! Ja. Was? Kann der sich die Truhe schnappen? Ah. Aua! Ei, na, Geld. Brauchen wir das? Ja, es ist Geld. Ich geh mal hier rein. Okay, wir sind wieder hier. Luigi, ich weiß, dass es ein bisschen eklig ist, aber da musst du jetzt durch, also komm in die Gänge. Habt ihr die Ratte nicht gesehen, weil ein Text im Weg war, Mann? Ja, tot. Warte. Okay. Sollen wir uns nicht hier unten erstmal umgucken? Was war denn da noch? Warte, erstmal, lass mich in die beiden Ratten hier einsaugen. Felix. Geld. Wir sind hier und da Geld. Hier entlang. Ja. Warum willst du mal einen Trick sehen? Mach mal Platz. What? Goldratte. Normalen Ratten. Irgendwas. Und warum ist das okay? Wenn ich das Rad verlangsame, schießt den Tod dadurch. Kannst du euch näher rangehen, das Rad verletzt sich nicht. Und den auch nicht. Ich meine, er hat einen Eisenschädel. So. Na, so, komm jetzt. Er hat's geschafft! Oh, Geld, alles meins. Nächste Wand zum kaputt machen. Hier die. Tatsächlich. Katsching. Geld. Ja, wo jetzt? Schieß einfach den Tod gegen die Leiter. Sind wir wieder am Anfang. Und ich habe da voll, warte mal, voll durch den Boden. Oder am Boden zerstört. So, warte, hier ist noch was.
Das ist ein Sparschwein. Warte mal. Gib mir den Toast. Ich will ihn haben. Ich brauche ihn für meinen nächsten Feldzug. Alter, da ist auch ein Loch. Den macht man halt auf. Das Loch ist versiegelt. Da gibt es kein Durchkommen. Da oben ist auch noch eins. Da kam doch der Turm vorhin raus, als ich den durch das erste Loch geschossen habe. Warte mal, ich probiere das nochmal. Dein Schädel ist aber bestimmt stark genug. Nein. So. Erstmal Schädel hier in Trauma. Okay. Und wieder nach Hause. Ja, wir könnten jetzt auch. Wir müssen jetzt sowieso zum Labor zurück. Hä? Ja. Wo landen jetzt? Ja, Abstand. Wir haben beide prügeln ihn. Auf den einen. Auf den Tod. Weil wer braucht schon Tod? Der Tod ist so nervig. Was? Ist außerhalb der Level gegangen? Ja, das ist illegal. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Dort mach was. Tod ist auf der anderen Seite. Lol. Tod kommt nicht mehr weg. Ah, da ist er. Haha. Na gut, komm. Ich würde mal sagen, wir gehen den Kern mal zum Labor zurück. Ah, dann können wir auch den Part beenden. Ja. Bye. B1. Also warte, wir machen einfach so. Dann kommen wir wieder zurück zum Aufzug beim nächsten Mal. Luigi, schlechte Nachrichten. Das Transfersystem will momentan nicht funktionieren. Ist es nicht typisch, dass so etwas genau dann passiert, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann? Jedenfalls musst du leider zu Fuß zum Labor kommen. Viel Glück und bis bald. Das hätte ich mir irgendwie gedacht. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der Tod da einfach nicht durchgehen will. Wir müssen auf B1. Basement 1. Randale. Da bist du dran schuld. Ja, genau du. Ich dachte da gegen den Spiegel. Okay. Ah, fuck. Dann waren sie weg. Wir haben den Tod vergessen. Natürlich. Deswegen konnten wir ihn auch nicht benutzen. Da bin ich tot. Bin so nervig, bin tot. Das haben wir doch schon, wir haben doch schon alle Juwelen. Das ist doch egal. Und mal eben nochmal. Gott. Oh Gott. Ne? Meh. So. Hoho. So. Mal rein. Ah, Luigi, du bist zurück. Na los, gib mir das Material. Was? Worauf wartest du denn? Und gib mir dein Schreckwerk Flur auch gleich. Na los doch. Ja. Oh. Stimmt da irgendwas nicht. Darf ich um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikationen des Schreckwerk Flu sind abgeschlossen. Mit Hilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Gerätes jetzt erheblich gesteigert werden. Leider steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein klitzekleiner Nachteil.
Du wirst sicher einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig diese Super-Saugkraft ist. Oh, hattest du mich erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zu Strandbar versperrt hat, Luigi? In Anbetracht der von Super-Saugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Ich hätte dann noch eine Idee. Dass wir erstmal den Part beenden und erstmal unsere Geister da in die Galerie absetzen. Wir haben doch keine neuen Geister. Ja, aber wir haben neue Edelsteine. Ich habe einen. Einen. Fertig. Nicht fertig. Nee, oh Gott. 1, 2, 3, 4. Vier ganze Reihen fehlen uns noch. Gut. Ja, im nächsten Part geht's dann weiter, aber ich habe da noch eine andere Idee, was wir machen könnten. Was denn? Das wirst du schon sehen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.